Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video. Heute habe ich die Review für euch. Die Review zu dem Disney-Film diesen Jahres, dem Weihnachtsfilm Coco. Ja, wir waren ein bisschen später. Heute ist Sonntag, wir waren gestern im Kino. Wir sind Donnerstag nicht gegangen, weil der Film nur in 3D lief. Und wir sind absolut keine 3D-Fans, deswegen mussten wir uns ein bisschen gedulden. Aber wir haben ihn gestern gesehen und ich möchte heute berichten, wie ich diesen Film fand. Vorweg natürlich, es kam ja der Vorfilm schlichthin. Ja, alle waren sie voll wild auf diesen Film. Olaf taut auf. Einige sind ja tatsächlich nur in den Film Coco gegangen, um Olaf taut auf zu sehen und sind tatsächlich auch nach dem Vorfilm gegangen, wo ich denke so, what? Was geht mit euch? Trotzdem möchte ich euch kurz was über Olaf taut auf natürlich berichten. Wie fand ich ihn denn so? Zu lang. Punkt Nummer 1, ich fand ihn eindeutig zu lang. Dieser Film geht mal einfach 20 Minuten. Du denkst dir so, what, das ist doch kein Kurzfilm mehr, bitte. Also wir hätten sie viel, viel kürzer fassen müssen und auch können. Also es ist nicht so, dass es nicht kürzer ging. Es wäre durchaus kürzer gegangen. Also da schon mal als kleine Kritik, ich fand ihn wirklich zu lang. Aber als positives Feedback muss ich wirklich geben, die Musik. Willemijn war wieder mit am Start und ich saß dann und dachte so, oh, kannst du nicht einfach durchsehen, den ganzen Film durch? Dann kann das von mir so 2 Stunden gehen. Ich liebe ihre Stimme und die Musik war auch hier in dem Kurzfilm wieder wirklich, wirklich schön. Und ich finde es gut, dass sie auch im Kurzfilm die Musik reinbringen. Gut, okay, worum geht es eigentlich grob in Olaf taut auf? Ja, das Weihnachtsfest steht an oder die Vorweihnachtszeit. Und ja, die Freude ist groß bei Anna, Elsa und natürlich auch allen anderen. Und dann stellen sie aber fest, oh, wir haben gar keine Familientradition. Irgendwie alle aus Arendelle verschwinden dann in ihre Hütten und gehen so ihrer Tradition nach, die sie halt immer gemacht haben. Und ja, aufgrund der Vergangenheit von Anna und Elsa gab es nie eine wirkliche Tradition, weswegen alle dezent geknickt sind. Und dann macht sich Olaf zusammen mit Sven auf, Weihnachtstradition zu sammeln. Von den Dorfbewohnern von Arendelle, trägt alles zusammen, um dann ja, Anna und Elsa das vorzulegen, damit die sich für die nächsten Jahre was daraus aussuchen können. Ja, und es kommt natürlich zu ein paar Abenteuern und Problemchen, die Olaf und Sven ja, zu bewältigen haben bei dieser Aufgabe, diese Tradition zusammenzutragen. Wie gesagt, ich fand den Film einfach zu lang und ich bin auch ehrlich gesagt nicht so der Olaf-Fan. Zwischendurch hat er mal ganz witzige und süße Sätze drauf, aber grundsätzlich geht er mir eher auf die Nerven, als dass ich ihn süß finde. Ich bin mehr der Sven-Fan und zum Glück hatte auch er hier seine paar wirklich tollen Szenen, vor allem im Zusammenspiel mit Christoph. Ich liebe Sven und Christoph zusammen, das ist einfach genial und ja, da gibt es so die ein oder andere Szene, die wirklich ganz nett ist. Ansonsten fand ich ihn einfach zu lang. So viel zum Thema Olaf taut auf, jetzt kommen wir mal zum Hauptfilm Coco. Ich gebe euch einen groben Rundumblick, worum geht es in Coco eigentlich. Es geht um den 12-jährigen mexikanischen Jungen Miguel. Ja, dessen Herz absolut für die Musik schlägt. Er liebt die Musik. Großes Problem dabei ist, dass seine Familie, eine Schusterfamilie, die seit wirklich Jahrzehnten schustert, die Musik hasst. Also sie hassen die Musik wirklich. Miguels Urgroßvater verließ nämlich für die Musik seine Familie, ließ sie im Stich. Und die Familie hat daraufhin das Gefühl oder glaubt, sie sei durch Musik verflucht. Dennoch möchte Miguel seinem Idol Enrico, der nicht Enrico heißt, sondern Ernesto, de la Cruz nacheifern. So. Das lasse ich jetzt mal drin, ne? Versehentlich gelangt Miguel dann in das Reich der Toten, was übrigens ein wirklich wunderschönes Reich ist. Also es ist ein sehr schöner Ort wirklich. Und allgemein liebe ich es, wie die Mexikaner mit dem Tod umgehen. Es ist einfach sehr viel fröhlicher und bunt und nicht düster. Also nicht so, wie man sich das Reich der Toten vielleicht vorstellt. Also ein wirklich schöner Ort und dort trifft er dann auf all die Seelen seiner verstorbenen Verwandten. Unter anderem seine Ur-Ur-Großmutter Imelda, deren Mann ja für die Musik die Familie verlassen hat. Und einen sehr netten Schwindler Hector. Ja, und zusammen machen sie sich dann auf die Suche nach Miguels Idol, nicht Enrico, Ernesto de la Cruz. ja, das Ganze darf allerdings nicht zu lange dauern, weil Miguel nicht ewig Zeit hat, um in der Unterwelt zu verweilen. Grob zusammengefasst war das jetzt, ja, der Inhalt vom Film Coco. Coco übrigens, ich finde, das kann man jetzt schon sagen. Viele fragen sich, warum heißt der Film eigentlich Coco? Coco ist die
Urgroßmutter. So, die Urgroßmutter von Miguel, genau. Nur kurz vorweg. Ja, und wie fand ich den Film jetzt? Also, er hatte sehr, 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 sehr viele Höhen. Aber ich bin ehrlich, auch so ein, zwei Tiefen. Aber grundsätzlich, die Höhen haben das alles wirklich überwogen. Ich fand, es war ein wirklich toller, wieder klassischer Disney-Film mit sehr viel Herz, sehr viel Emotionen. Man konnte lachen, man konnte auch weinen. Also das Ende hat mich wirklich gekillt, mal wieder. Lachen, weinen, es war Disney-Magie pur. Und ich muss sagen, mir gefällt wirklich ja, die Thematik. Also viele spricht es vielleicht nicht an, diese Sache mit der Unterwelt. Und dann sehen die alle so komisch aus, das sind alle Skelette. Wenn man sich aber so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, ja, wie die Mexikaner auch den Tod feiern und den Tag des Todes, es ist ja, oder der Verstorbenen und den Verstorbenen gedenken, dass sie ja auch auf die Friedhöfe gehen und dort picknicken. Also es ist ja alles sehr viel bunter, sehr viel lebhafter. Es ist nicht so wie bei den Europäern, die da sitzen und trauern. Nein, sie feiern die Toten und ich finde das einfach schön. Und dann diese, ne, wie sie dann auch geschminkt sind und ja, deswegen sehen die Skelette auch in dem Film aus, wie sie aussehen. Halt dem Ritual entsprechend. Sie hätten vielleicht den Dia de los Muertos ein bisschen pompöser noch darstellen können, weil das ja nun wirklich das Fest der Mexikaner ist. Da haben wir vielleicht ein bisschen aus, also wir beide haben da so ein bisschen mehr erwartet, aber es war trotzdem schön zu sehen und man hat auch gesehen, also es gab eine Szene auf dem Friedhof, wo halt alle so, ne, ihr Mahl abhalten, sag ich mal, und guter Laune sind. Und das gefiel mir wirklich, dass das kein, dass es nicht schlimm ist, dass der Tod nicht Schlimmes ist, ne? Also ja, das fand ich sehr, sehr schön und auch sehr bewegend und ja, es gibt halt wirklich ganz typische Disney-Szenen und Disney-Momente, die sehr magisch sind und wo einem so Pipi in die Augen steigt, ganz herzerwärmend. Mir hat Miguel unfassbar gut gefallen, es ist ein so süßer Junge, bei dem man aber auch merkt, dass er noch ein Kind ist. Also er handelt sehr, sehr kindlich und unüberlegt. Aber natürlich mit Herz, weil Disney. Also wirklich ganz herzerwärmende Charaktere von vorn bis hinten. Ich mag auch den Sidekick sehr gerne, den Hund Dante. Den kennen ja wahrscheinlich viele aus den Trailern und aus den Teasern. Ich finde es ein sehr netter Sidekick, weil er spricht auch nicht. Das finde ich schon mal sehr positiv. Also der Film hat viele tolle Szenen, ich finde ihn sehr, sehr sehenswert und genau, ich hatte ja gesagt, er hat auch Tiefen, Tiefs. Zum einen, mittig hatten wir das Gefühl, ihnen gehen die Ideen aus. Man hätte theoretisch schon irgendwann sagen können, ja, jetzt ist Schluss, jetzt wissen sie auch nicht mehr, was sie machen sollen, jetzt packen sie da noch irgendwas rein, damit der Film nicht nur irgendwie eine gefühlte Stunde geht. Und ja, das war so ein bisschen, also mittig hat es sich so ein bisschen gezogen. Und man dachte so, ja, okay, warum jetzt? Und irgendwie unnötig. Also zumindest hatte ich das Gefühl, dass es mittig so ein bisschen, das zog sich halt. Und am Ende wurde es wieder wirklich richtig gut und Disney-like. Ganz, ganz toll. Auch die Musik fand ich gut ausgewählt. Also es ist im Pixar-Film ja oftmals so, dass gar nicht so viel Musik ja, integriert ist in den Film, ist ja auch, also es ist nicht so, dass es wie bei der Eiskönigin einfach irgendwie zwischendurch mal nach Lust und Laune gesungen wird, weil, ach komm, singen wir mal. Es hat alles seinen Sinn, warum dort gesungen wird. Es ist Musik dabei und das finde ich sehr, sehr gut. Und es ist auch, ja, mexikanisch, ne? Und ich finde auch die Gesangsstimme von Miguel, Zucker, 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 süß allein. Also dieser Charakter ist allgemein, es ist ein so süßes Kind. Ja, und das ist meine Meinung zum Film Coco. Ich finde, ihr könnt ihn euch gerne, wirklich, schaut ihn euch an. Die Mitte werdet ihr überstehen, keine Sorge. Also es ist nicht so, dass wir eingeschlafen sind oder saßen, oh, wann ist der Film endlich zu Ende. Man hatte nur so ein bisschen das Gefühl, okay, belangen sie jetzt gerade, wissen sie nicht irgendwie, was sie machen sollen. Aber das ist schnell zu überstehen, wirklich. Also überhaupt gar kein Problem. Er gehört jetzt vielleicht nicht zu den besten Disney-Filmen oder Disney-Pixar-Filmen, die ich je gesehen habe, aber auf jeden Fall zu den guten. Allein, weil die Geschichte schon gut ist und einfach dieses, man bekommt einfach wirklich, und das liebe ich wirklich, man bekommt ein viel schöneres Bild des Todes, wenn man das so sagen kann. Und vielleicht regt es auch tatsächlich zum Nachdenken an, wenn man irgendwie Verstorbene hat, ihn öfters zu gedenken. Wenn ihr den Film schaut,
Es gibt Easter Eggs, die tatsächlich, ich war so schlichtweg begeistert, dass ich diese Easter Eggs gesehen habe. Also achtet mal auf den Pizza Planet Truck, den ich sonst nie in irgendwelchen Pixar-Filmen sehe. Der ist tatsächlich relativ leicht zu finden. Ich war überrascht. So, guck mal, Pizza Planet Truck. Und ja, so ein paar andere Pixar-Kollegen sind zu entdecken. Haltet da vor allem am Anfang mal die Augen auf. Und das war's. Das war meine Review zum Film Coco. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Film schon gesehen habt. Oder ob er euch interessiert. Oder wenn er euch nicht interessiert hat, weil oftmals ist es ja tatsächlich so, dass man aufgrund der Teaser so überhaupt keine Bindung zu diesen Filmen hat. Mara hatte das diesmal zum Beispiel auch, wie auch schon damals bei Zoomania. Und die Teaser sagen ja oftmals so gar nichts über diesen Film aus. Ja, und falls ihr da überhaupt gar kein Interesse dran hattet, habt ihr jetzt vielleicht Interesse daran, nach dem, was ich erzählt habe? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann dürft ihr das Video gerne bewerten, indem ihr ihm einen Daumen gebt, nach oben oder nach unten. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, tschüss.